Wir müssen darüber herrscht Einigkeit und Konsens, dass wir die Schuldenbremse einhalten müssen und einhalten wollen, dass das die klare Überschrift sein wird und dass daran gar kein Weg daran vorbeiführt. Das setzt dann schon natürlich klare Eckpunkte. Ja. Grün-Rot hat 2011 mit einem strukturellen Defizit von 2,5 Milliarden angefangen. Es ist dann zwischenzeitlich gelungen, die Lücke ein gutes Stück zu schließen. Wir stehen jetzt aber durch die rasant gestiegenen Flüchtlingszahlen wieder mit einer Lücke von über 2 Milliarden da. Stehen auch Risiken im Raum. Etwa der Fonds zur Stabilisierung des Finanzmarktes, an dem sind die Länder mit 35% beteiligt. Der Anteil Baden-Württembergs wird etwa 1,1 Milliarden betreffen. In welchem Zeitraum das dann gemacht wird, das muss man dann sehen. Aber wir müssen annehmen, dass das in dieser Legislaturperiode vom Bund an uns herangetragen wird und abgerufen wird. Ja, also, das will ich einfach sagen, dass da noch natürlich auch Risiken enthalten sind, aber natürlich auch Chancen. Wir führen Gespräche miteinander. Das kann, aber das muss nicht in einer Koalition münden, sondern am Ende dieser Gespräche werden die Ergebnisse auf beiden Seiten zu bewerten sein. Ich persönlich fand, das war heute ein gutes Gespräch. Wir haben uns ganz nüchtern die Haushaltswirtschaft des Landes Baden-Württembergs miteinander angeschaut. Ich glaube, in der Analyse liegen wir nicht weit auseinander. Das ist eine schwierige Haushaltslage, die das Land Baden-Württemberg trotz sehr guter Einnahmen und niedriger Zinsen hat. Zuversichtlich stimmt uns, dass die Wirtschaft gerade in Baden-Württemberg sehr gut läuft und wir haben auch Hoffnung, dass starke Belastungen gerade in den letzten Jahren, Stichwort Migration und Flüchtlinge, in den nächsten Jahren weniger Ausgaben verlangen werden.